musst du nicht hingucken. Doch, du hast Mikro. Das ist nur nicht hochgedreht. Gut, fangen wir an. Es folgt ein Schaukampf zwischen Daniel Kuller und Orona Leganovic, stellvertretend für das Chaos und die kritische Theorie. Ja. Yeah. Odysseus. Odysseus ist mein Name. Und ich bin irgendwann in eine sehr unangenehme Angelegenheit geraten, weil hier Eris, die zu meiner Seite sitzt, sie ist nicht wirklich beliebt. Sie fängt immer Streit an und deswegen wurde sie mal auf so eine Party nicht eingeladen. Sie wurde sauer. Sie hat einen Apfel mitgebracht, auf dem stand der Schönsten, und hat diesen Party auf die Einladung, auf die, diesen Apfel auf die Party gerollt. Daraufhin brach Streit aus zwischen Göttinnen, und weil Göttinnen nun mal nicht nur Menschen sind, kann, naja, wenn er sich so ein paar Göttinnen in der Wolle haben, es gab Krieg, den Trojanischen Krieg. Ich als Mensch musste in diesem Krieg kämpfen, und irgendwie, als der Krieg dann endlich vorbei war und ich endlich auf dem Heimweg war, kam ich nicht nach Hause. Es stellte sich raus, dass auch daran wieder irgendwelche Götter schuld waren, aber auf diesem langen, langen Heimweg, den Homer in der Odyssee beschrieben hat, wurde ich zum ersten Mensch, der lernte, mit seinem Verstand die Götter auszutricksen. Ich begegnete Zyklopen und merkte, okay, den kann ich entkommen, wenn ich ihnen einen Pfahl ins Auge ramme. Ich musste an den Sirenen vorbei, deren verführerische Gesänge bisher alle in den Tod gelockt hatten, die es versucht hatten, und merkte, okay, ich muss mich fesseln lassen, sodass ich da selber nicht von meinem Schiff wegkomme, und dann kriegen mich die Sirenen nicht. So wurde ich eben nicht nur der Mensch, der lernte, die Götter auszutricksen, sondern später die Naturgewalten, und das alles im ständigen Bestreben, mich alle Idole zu entledigen. Aber selbst als ich das Kapitalverhältnis, die Verkörperung der Vernunft, die alles vergleichbar und berechenbar macht, durchgesetzt hat, erscheinen mir die Verhältnisse nicht vernünftiger. Vielmehr kommen immer neue Idole aus irgendwelchen Ecken gekrochen, es werden neue Fetische verehrt, es scheint fast, als ob die Menschen sich immer neue Verblendungen suchen würden. So sitze ich heute hier für die, die nicht willens sind, sich von alten und neuen Idolen ins Boxhorn jagen zu lassen, sondern danach streben, die Verblendung zu durchschauen, um vielleicht eines Tages die Welt wirklich vernünftig einrichten zu können. Einige dieser Menschen sammeln sich seit den 20er Jahren unter der Sammelbezeichnung Frankfurter Schule oder kritische Theorie. Alles Kommunisten, nannten sie sich kritisch, weil sie den Glauben an die Arbeiterklasse als Revolutionsobjekt, an ihren revolutionären Auftrag, daran, dass schon irgendwann alles zwangsläufig gut werden müsse, mit den Parteikommunisten nicht mehr teilen wollten. Statt sich in Lobhudeleien des Proletariats oder der Partei zu ergehen, durchkämmen sie die europäische Geistesgeschichte nach allem, was möglicherweise für ein Beiseiteschieben der Idole, für ein vernünftiges Einrichten der Welt nützlich sein könnte. Statt die Lebenswirklichkeit des hart arbeitenden Proletariers auf die gesamte Gesellschaft auszuweiten, sehen sie das Ziel in der Einlösung bürgerlicher Glücksversprechen für alle und legen den Finger in die Wunde, dass eben die bürgerliche Gesellschaft, die wir gerade haben, diese bürgerlichen Glücksversprechen weder erfüllt noch erfüllen kann. Dabei geht es immer wieder darum, warum die Menschen, denen es doch eigentlich freistünde, vernünftig zu handeln, es nicht tun. Und um die genaue Gestalt der Götzen, Idole und Fetische, die die Erkenntnis verstellen. Das nennt sich dann Ideologiekritik. Aus der Praxis der Ideologiekritik ergab sich der Begriff der Kulturindustrie für all jene Vorgänge, die wie Nebelmaschinen der Verblendung funktionieren und dabei zumindest so tun, als würde es Spaß machen. Aber mit dem Kapitalverhältnis ist halt schlecht Kirschen essen. Die kritische Theorie hat Eingang in fast alle Strömungen der Linken gefunden, von Antideutschen bis Adbusters. Und wenn die Menschen über die böse Kulturindustrie reden, teilweise auch gern die böse Plattenindustrie oder ähnliches, oder die bösen Medien, glauben sie, irgendwas verstanden zu haben.
Aber die Corporation ist so wenig die Verwertungslogik, wie die Menschen von den Medien unterdrückt werden. So. Ich brauche jetzt Mikro. Habe ich jetzt? Ja. Ah, ja. So, ich bin Eris, ne? Ja, so Göttin des Chaos. Ja, und ich bin also dann auch heute Abend hier, um mich mal erstmal vorzustellen, wie Odysseus schon, bin ja auch schon ein bisschen länger dabei als er. Und ja, also ich meine, im Grunde bin ich euch wohl so jetzt kaum bekannt. Also ich merke das schon so an der überraschten Reaktion. Also man kennt mich eigentlich ja nur so als dieses Maskottchen dieser Pop-Religion. Schon von Schlaueren unter meinen Verehrern, aber naja, es heißt dann Diskordianismus. Also ich meine, so Diskordianismus, meinetwegen dieses Wortes ist es wohl eine Ideologie geworden, das ist halt so Ismus, kann man beitreten, hinterherlaufen, heilrufen und so. Und dann finden sich alle toll und halten sich für total individuell, weil sie auf den Diskordianismus abfahren. Und worum geht es beim Diskordianismus? Um Widerspruch, die Ausnahme, den Spezialfall, Fehler im System. Und ja, womit verdienen die Leute dann ihr Geld? Mit dem Finden von Fehlern in Systemen. Naja, individuell. Die Geschichte mit dem Apfel nochmal, also ich meine, ist ja schon lange her. Ich bin ja schon ein bisschen länger dabei. Ja. Also keine Ahnung, ob das jetzt damals wirklich Troja war oder ich meine, also es gab da halt damals noch keine Schilder, so es war halt nicht ausgeschildert, es gab auch keine Navigationssysteme, irgendwas, also vielleicht war es Konstantinopel, vielleicht waren es auch nie drei aufgebrezelte Frauen, sondern vielleicht einfach die drei großen Religionen, als sie gerade entstanden sind und ich rollte dann eben den Apfel für die schönste davon. Aber also ich habe es auch immer wieder versucht, also ohne zu verzagen, immer wieder Leute nochmal so auf Zwietracht, Zwist irgendwie so zu bringen versucht, aber irgendwie verpufft es immer. Es ist so wie, wann immer irgendwo so ein bisschen Chaos aufkommt, sofort macht irgendwer einen Zaun drum. Es ist, und also auch die... Der Weg, wie dann so die lustigeren Elemente dann so sich zusammengesammelt haben und diese diskordische Geschichte draus geworden ist. Ich meine, man hat sie immer wieder alle mit der Nase reinstuben müssen, immer wieder nochmal ein Bein stellen. Und zum Schluss, ich meine, die lebten dann da so hier Kalifornien ringsrum, billige Taschenbücher mit Philosophie, Religion, alles voll, Drogen, Sekten, alles da. Und dann hat es endlich mal einer geschnallt. Also ich meine, so... Und das war dann der Malaklyps, der Jüngere, der die Principia Discordia abgefasst hat. Also wenigstens mal einer. Und sagen wir mal, über die Jahre sind es noch ein paar mehr geworden. Muss man ja mal. Und also das Schöne ist jetzt, die fallen also gar nicht mehr nur so von einem Glauben ab, sondern so vom Glauben allgemein. Und also ich meine, es geht oft dann so um schon typisch so christliche Apostasie, sowas wie, ja, so Fuck God Up the Ass, gab es mal ein schönes Buch aus dieser Strömung, sehr nett. Aber es geht mehr so um allgemein, so rauskommen, die Welt vom Punkt des Unpassenden und so dysfunktionalen Herdenken. Und vermutlich ist deswegen die Auffassung nirgendwo so verbreitet wie unter Debuggern, Hackern, Programmierern und so, in deren Umgangssprache ja auch sehr viel Versatzstücke aus diesem diskordischen Einzug gehalten haben. Sowas wie Snafu oder Fnord findet sich ja dann auch überall. Naja, wenn ihr so ein griffiges Motto wollt, und das jetzt irgendwie mal auf einen Satz bringen zu können, also da hat dann einer schon so der schlaueren Adepten, der Vielschreiber Robert Anton Wilson, mal so einen schönen Satz einem Papst in den Mund gelegt, in einem Paralleluniversum. Das war dann so in der Schrödingers Katze-Trilogie. Und da sagt der Papst, wer nicht aufmerksam ist, der verpasst die besten Pointen. Das ist so eine schöne Zusammenfassung. Aber wir wollen uns ja vergleichen, so hier, Odysseus und ich. Und ja, am besten fangen wir wirklich mal so mit den distinctive Features an. So hier,
Am besten Thema, sagen wir mal so, Individuum. Individuum, okay. Individuum. Individuum. Also ich meine, ich, ja, hier ich, bin ja so der Geist, der stets verneint, wenn alle Ja sagen. Ich habe das Beispiel zu liefern versucht, wie man alles schön durcheinander bringen kann und versucht, so das Individuum zu ermutigen. Also die Instanz in der Welt, die widersprechen kann, die irgendwie sagen kann, dass es ihr so nie passt. Und die dann irgendwie schnallt, dass es natürlich insgesamt alles viel besser so mit dem Verstand funktioniert, so ohne Dogmen, ohne Ideologien, ohne Vorprägungen. Und dass man sich aber den Weg dann auch erstmal freischießen muss, so mit ja, Drogen, Initiationsriten, dieser Art von Dinge. Und dann lernt man irgendwie, dass so Zwist und Zweifel ja eigentlich jetzt nie irgendwie nur der Demokratie wegen zu tolerieren sind, sondern dass es so die netteren Dinge auf der Welt vermutlich so ohne die Abweichung, ohne die Ketzer gar nie geben würde. Die natürlich immer erstmal verfolgt werden. Aber irgendwann sehen sie es dann alle ein und vielleicht ließe sich das mit der Verfolgung ja auch überspringen. So. Nun, das Individuum ist der Träger des autonomen Verstandes, der aufklärerischen Vernunft, die sich der Ideologien beheben muss, um das Ausmaß des falschen Bewusstseins in den Blick zu bekommen. Das Individuum ist die Triebkraft einer möglichen Emanzipation, wenn es überhaupt eine gibt, als das, was in das ganze Falsche nie wirklich eingefügt werden kann, was nie wirklich reinpasst. Jetzt so echt? Odysseus? Also, das hätte ich ja jetzt gar nicht so gedacht. Ich dachte, ihr wärt eher so Kommunisten und so. Und also, ihr hättet es jetzt gar nicht so mit dem Individuum. Aber das, also, ich meine, das sind doch schon eher so, wenn man so kritische Theorie kennt, so die Leute, ist doch eher so autoritäre Zoffsäcke. Das mag als Beschreibung des Sozialverhaltens einiger meiner Vertreter, immerhin größtenteils deutsche Akademiker wie Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse und so weiter und deutsche Politsäcken, verschiedene Gruppierungen der Antifa, durchaus zutreffen. Das sagt aber noch nichts über das Gedankengebäude, dem sie sich verschrieben haben. Und, wo es weitergeht, schließlich leben sie im ganzen Falschen und es wäre ein bisschen zu viel verlangt, wenn sie auf dem Weg in die bessere Gesellschaft jetzt schon das selber sein sollten. Das kann doch gar nicht gehen. Da ist es schon ironisch irgendwie. Ich meine, also ihr, so Odysseus, du jetzt und die kritische Theorie, ihr verteidigt das Individuum so innerhalb von, so unter Kollektivisten eigentlich, so Autoritären, die es eigentlich mit dem Individuum nie so sehr hatten. Obwohl sie ja nur so ins eigene Manifest hätten reinschauen müssen, so hier die Assoziation, worin die freie Entfaltung eines jeden die Bedingung für die freie Entfaltung aller ist. Ich meine, steht ja drin, ist ja kommunistisches Manifest. Aber so Discordia jetzt, ne, wir verteidigen dann das Individuum in einer Welt, die sich ja die Verteidigung des Individuums eigentlich auf die Fahnen geschrieben hat. Und dann aber doch so morgens auf Arbeit gehen, gesellschaftliche Automatismen, Alkohol, man kennt das ja. Also da gab es jetzt gar nicht so den großen Dissens irgendwie, also Schaukampf. Na, machen wir vielleicht weiter mit Wissenschaft, weil also da verteidige ich jetzt mal so in einzigartiger Hinterlist und Größe, also ich und noch so einige schlauere meiner Verehrerfröschchen, naja, die Wissenschaft verteidigen wir nämlich gegen die Wissenschaft. So wie wir auch die Religion gegen die Religion verteidigen, weil so Wissenschaft ist in der Wissenschaft gefangen, wie die Religion auch in der Religion gefangen ist. Also so, dass jetzt jeder, der die wissenschaftliche Methode anwendet, jederzeit riskiert, dass ihm das zustößt, was denen zustößt, die laut über ihre erhabenen Momente kosmischer Konfusion nachdenken. Er läuft Gefahr, von denen verfolgt zu werden, die beanspruchen, die einzigen zu sein, die das dürfen. Er wird möglicherweise der akademischen Würden entkleidet, der Lächerlichkeit preisgegeben. Naja, gelegentlich werden halt seine Bücher verbrannt. So, und ich meine, was macht die Wissenschaft? Ich meine, sie hätte wohl schon irgendwie gern so menschliche Roboter, die zum vorherbestimmten Zeitpunkt aufstehen und dann auf der anderen Seite so eine Natur wie ein Uhrwerk, die zum vorherberechneten Zeitpunkt so in die